WDR 3 Open Sounds Studio Elektronische Musik. Herzlich willkommen zum Studio Elektronische Musik. Heute mit einer Ausgabe unserer Sendereihe Profil. Helena Rueck porträtiert den Komponisten Jean-Claude Eloy. La musique électronique est une musique qui peut aller en profondeur et qui agit sur les gens pour les, comment dire, les entourer, les impressionner. C'est une musique qui a ce pouvoir-là. C'est une musique qui peut envoûter, parfois. Elektronische Musik kann einen tief berühren. Sie hat die Kraft, ihre Zuhörer zu umfangen, zu beeindrucken. Ja, manchmal sogar zu verzaubern. Jean-Claude Eloy, 1938 in der Nähe von Rouen geboren, ist einer der bedeutendsten Komponisten elektronischer Musik. Il y a pas une pensée, mais il y a une manière de se comporter vis-à-vis des machines qui est assez typique des gens qui sentent l'électronique et des gens qui ne la sentent pas. Es gibt kein elektroakustisches Denken, aber es gibt eine Art, wie sich Menschen mit einem Gefühl für Elektronik Maschinen gegenüber verhalten. Begonnen hat Eloy seine musikalische Karriere konventionell als Pianist und Komponist zeitgenössischer Werke. Er hat bei Darius Milhaud, Olivier Messiaen und Pierre Boulez studiert und feierte bereits in den 1960er Jahren Erfolge mit seinen Orchesterwerken. In der elektronischen Musik hat man mit Maschinen zu tun. Quelquefois on trouve quelque chose qui est proche de ce qu'on souhaite. Manchmal findet man etwas, das dem entspricht, was man sich vorgestellt hatte. Quelquefois ça dévie. Aber manchmal entgleist es und entwickelt sich anders als geplant. Und genau das nutzt man aus, denn da kann es interessant werden. C'est enrichissant, ça peut être intéressant. Von 1966 bis 68 lehrte Jean-Claude Eloy an der University of California in Berkeley. In diese Zeit fiel eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est un peu comme de la cuisine. À partir de quelque chose, on remue, on met d'autres ingrédients, on touille un peu, et on fait chauffer, et puis ça devient tout à fait autre chose. Man kann alles machen, was man will. Es ist ein bisschen wie beim Kochen. Man vermischt verschiedene Zutaten, rührt alles durcheinander und lässt es köcheln. Und dann wird daraus etwas ganz anderes. Seinem wahren musikalischen Interesse konnte Jean-Claude Eloy ab 1972 folgen, als Karl-Heinz Stockhausen ihn ins Studio für elektronische Musik des WDR nach Köln einlud. J'ai découvert l'électronique seulement vers l'âge de 30 ans. Avant ça, il n'y avait pas moyen d'y toucher. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui. On ne pouvait pas acheter un ordinateur chez soi et avoir du soft. Ich habe die elektronische Musik erst im Alter von 30 Jahren entdeckt. Davor war es unmöglich, sich damit zu beschäftigen, weil es noch keine Technologie dafür gab. Man konnte sich damals ja nicht einfach einen Computer und die nötige Software kaufen. Als ich in Kalifornien unterrichtete und Stockhausen kennenlernte, erzählte ich ihm, wie gerne ich mich mit elektronischer Musik befassen würde, dass ich aber bisher kein Studio dafür gefunden hatte. Stockhausen sagte, kein Problem. Wenn du nach Europa zurückkommst, ruf mich an und ich lade dich nach Köln ein. Du wirst sehen, es ist ganz simpel. Mit Elektronik muss man einfach Musik machen. Du brauchst dafür nicht tausend verschiedene Sachen zu erlernen. D'étudier mille et une chose, tu viens au studio et tu fais de la musique, et tu te débrouilles pour faire de la musique. Voilà. Ashram pour non-européens est le seul mot qu'on pouvait employer pour dire ce qu'on ressentait en regardant simplement, c'était chanter. Sans commentaire. Poème de Mao Tse-Tung.
poème de Mao Tse-Tung. Shanti, Eloas elektronisches Erstlingswerk von 1972, das unter anderem ein Gedicht von Mao Tse-Tung enthält. Dao Shao Shan, Bie Meng Yi Hei Ku Shi Chuan, Gu Yuan San Si Er Nian Tian. Ausgelöschte Trennung, Fluch des Wasserlaufs, ein alter Garten vor 32 Jahren, rote Fahnen, die im Wind flattern, Aufstand der versklavten Lanzen, wegen der Opfer viele Gedanken, Wagemut, der Sonne und dem Mond zu sagen, einen neuen Himmel zu erschaffen. Freude, die Wellen der Reis- und Bohnenfelder in tausend aneinander gedrängten Schichten zu sehen. Alors, en 72, il m'a invité à venir au VDR et je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que en arrivant au VDR, moi, j'étais impressionné. Je me disais quand même, le grand Stockhausen avec ses machines. En plus, ich hatte wirklich viel Glück. Als ich 1972 im WDR ankam, war ich natürlich tief beeindruckt, solch ein Studio zu betreten. Ich sagte mir, der große Stockhausen mit all seinen Maschinen. Ich hatte ja Stücke von ihm gehört, die ich ganz fantastisch fand. Der Gesang der Jünglinge oder Hymnen. Stockhausen war sehr nett zu mir. Als erstes tranken wir etwas in dem kleinen Café unten im WDR-Funkhaus und er sagte mir, wenn du elektronische Musik machst, dann musst du akzeptieren, dass es Einstellungen gibt, die nicht zu kontrollieren sind. In einem elektronischen Studio gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Also musst du manchmal improvisieren. Du kannst nicht mit einem genauen, im Voraus ausgearbeiteten Konzept kommen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du dann wieder für Orchester komponieren willst, wirst du aus einem anderen Blickwinkel schreiben. Der Umgang mit elektronischer Musik wird dich ganz sicher verändern. Und ich finde, er hatte damit völlig recht. Tu essaieras d'aborder ton écriture d'un autre point de vue parce que ça va te modifier forcément. Et je pense qu'il avait tout à fait raison. Als wir im Studio waren, sagte Stockhausen, ich lasse dich jetzt mit dem Techniker allein. Später habe ich dann erfahren, dass er jede Woche anrief, um zu erfahren, ob alles gut lief. Er wollte seinen jungen Gast nicht unter Druck setzen und mir genug Freiheit lassen, damit ich mich wohlfühle. Pour laisser une certaine liberté aux jeunes qu'il invitait pour se sentir à l'aise. Et j'ai eu la chance de rencontrer un technicien qui venait d'entrer au studio. C'était Volker Müller qui est resté pendant longtemps le technicien du studio. Zum Glück hatte auch der Techniker Volker Müller erst vor kurzem angefangen dort zu arbeiten und er war sehr neugierig auf alles, was mit Klang zu tun hatte. Et alors, on a passé 8 jours à jouer comme deux gosses dans le studio électronique, à tout brancher, à tout vouloir, à tout manipuler comme ça. Wir verbrachten 8 Tage damit, wie 2 Kinder zu spielen, zu experimentieren und alles auszuprobieren, was uns in den Sinn kam. Ich bin also auf eine völlig unakademische Weise, ohne jegliches Vorurteil zur elektronischen Musik gekommen. Je me suis mis à l'électronique d'une façon complètement non académique, avec aucun préjugé. Nach und nach gelang es mir immer besser, mit all den Möglichkeiten umzugehen, die dieses WDR-Studio zu bieten hatte. Und so entstand meine erste elektronische Komposition, die damals sehr viel Erfolg hatte. Shanti, das heißt Frieden. Thank you.
Ich besuchte Jean-Claude Eloy in seinem Pariser Domizil. Seine Wohnung im 38. Stock eines Hochhauses der berühmten La Défense spiegelt die überbordende Vitalität dieses Komponisten, der sich nun seit fast einem halben Jahrhundert seiner Leidenschaft der elektronischen Musik widmet. Unermüdlich ist Eloy damit beschäftigt, seine vielen Kompositionen beim Label Hors Territoire zu veröffentlichen, seine Facebook-Kontakte mit jüngeren Kollegen in der ganzen Welt zu pflegen oder Konzerttourneen bis China und Kalifornien zu organisieren. Als ich es geschafft hatte, mich zwischen den verschiedenen Bücherstapeln und an unzähligen Regalen voller bespielter Tonbänder und DAT-Kassetten vorbei zu den beiden einzigen freien Stühlen vor Eloys Computer zu schlängeln, erzählte mir der gar nicht betagt wirkende Komponist mit viel Humor und großer Energie von seinem reichen Schaffen und seinem Wanderleben in Sachen elektronischer Musik. Et donc, par la suite, j'aurais évidemment voulu continuer, mais c'était très difficile parce que le VDR, il avait évidemment d'autres invitations à faire. Et donc, j'ai commencé à rechercher un petit peu dans le monde entier où il y avait des studios possibles. Nach der Erfahrung mit Shanti wollte ich unbedingt weitermachen. Aber das war sehr schwierig, denn der WDR hatte natürlich auch andere Gäste. Also suchte ich in der ganzen Welt nach möglichen Aufnahmestudios. J'ai eu la chance d'être invité pour la première fois au Japon en 76. 1976 hatte ich das Glück, zum ersten Mal nach Japan eingeladen zu werden. Dort hatten junge Studenten ihren Professoren von meiner Komposition Kama Kala erzählt, die sie in einer Aufnahme mit dem WDR-Orchester gehört hatten. Sie fanden es interessant, dass ich in Kama Kala versucht hatte, eine Brücke zwischen asiatischer und westlicher zeitgenössischer Musik zu schlagen. Kama Kala ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet das Dreieck der Energien. Kama symbolisiert die erotische und kosmische Energie des Gottes Shiva, die es ihm erlaubt, durch die Verbindung mit der weiblichen Energie von Shakti all seine Manifestationen, Kala, zu erschaffen und so das Universum in seiner ganzen Komplexität entstehen zu lassen. Das Werk für drei Orchestergruppen, fünf Chöre und drei Dirigenten wurde 1971 in Paris uraufgeführt. À l'époque, j'aimais beaucoup les musiques de l'Asie. J'avais écouté énormément de disques de musique indienne, tout ça. Je connaissais très bien toutes les musiques de l'Asie. Mais je me disais quand même, il faudrait que ça ait une relation avec la musique que je fais. Ich hatte mir unzählige Platten mit indischer Musik angehört und kannte mich sehr gut mit den verschiedenen Musikstilen Asiens aus. Aber ich wollte für Kama Kala keine asiatischen Instrumente oder Techniken verwenden, sondern mich vor allem von der östlichen Philosophie inspirieren lassen. Donc dans Kama Kala, j'avais vraiment essayé de donner un certain contenu sans prendre des instruments asiatiques, sans prendre des techniques de musique asiatique, mais en m'inspirant de la philosophie, enfin plus ou moins. Wer Bäume pflanzt, obwohl weiß, dass nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen. Rabindranath Tagore, indischer Dichter und Philosoph. Thank you.
Japon, on m'a dit, venez, vous allez faire un concert avec Shanti et puis on va faire des conférences. Als ich nach Japan eingeladen wurde, Shanti aufzuführen und Vorträge zu halten, sagte man mir eines Tages, wir zeigen Ihnen mal das elektronische Studio unseres Rundfunks. Das nutzen nur sehr wenige Komponisten. Wann immer Sie Lust haben, steht es Ihnen zur Verfügung. So konnte ich Gakko no Michi verwirklichen, meine große Produktion in Tokio. Gakko no Michi, das Tao der Musik oder die Wege der Musik, entstand zwischen 1977 und 78. Dieses vierstündige Werk ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil besteht aus einem Einführungsklang, der vor dem jeweiligen Konzert gestartet wird, und Tokio mit dem Untertitel »Der Weg der Alltagsklänge vom Konkreten zum Abstrakten«. Comme j'étais au Japon, je vais faire avec des sons japonais, quoi. Da ich in Japan war, wollte ich Klänge aus dem japanischen Alltag verarbeiten. Also lief ich mit meinem Kassettengerät herum und nahm alles Mögliche auf. Das Treiben der Händler, die Schreie von Fischverkäufern, das Zirpen der Grillen. Je suis allé enregistrer des foules, commerçants, des cris de marchands de poissons, où je m'intéressais aux cigales. Das ist konkretes Material, wie man es liebt. Zurück im Studio fängt man dann an, diese Aufnahmen zu bearbeiten und zu verändern. Man kann ja damit alles anstellen, was man will. Es ist ein bisschen wie beim Kochen. Man vermischt verschiedene Zutaten, rührt alles durcheinander und lässt es köcheln. Und dann wird daraus etwas ganz anderes. Der zweite Teil von Gakko no Michi führt uns dank kontrastreicher Klangepisoden durch die vier Etappen der Kontemplation. Hier ein Ausschnitt aus Fushiki E, das Eloi so umschreibt: Zu dem, was nicht erkennbar ist, der Weg der Meditationsklänge, vom Abstrakten zum Konkreten. Il n'y a pas une pensée, mais il y a une manière de se comporter vis-à-vis des machines qui est assez typique des gens qui sentent l'électronique et des gens qui ne la sentent pas.
Es gibt kein elektroakustisches Denken, aber es gibt eine Art, wie sich Menschen mit einem Gefühl für Elektronik Maschinen gegenüber verhalten. Ein elektronischer Klang ist beständig. Musik entsteht hier aus der Umsetzung von Energie. Bisher war es zum Beispiel der Atem, der Musik hervorbringt, aber der Atem hat seine Grenzen. Man hält einen Ton und dann muss man atmen. Oder sie entsteht durch Perkussionsinstrumente, auf die man schlägt. Diese Schläge klingen meist nicht sehr lange nach, sodass man sie wiederholen muss. Oder sie entsteht durch den Druck des Bogens auf die Saite. Aber dabei ermüdet man bald. Tous les instruments acoustiques produisaient étaient d'une source d'énergie humaine en quelque sorte. Alle akustischen Instrumente beruhen auf einer menschlichen Energiequelle, die keine Dauer garantiert. Elektronische Energie hingegen hört nie auf und genau das muss man ausnutzen. Tandis que l'énergie électronique, elle est increvable, elle est permanente. Alors il faut jouer le jeu avec. In Ryudo, dem dritten Teil von Gakko no Michi, geht es um den unendlichen Fluss aller Dinge und den Weg der Sinnmetamorphosen. Ich muss mich in den Klang vertiefen können, das entspricht mir. Und ich finde es sehr angenehm, wenn das Publikum dabei vollkommen still ist. Das ist mir passiert, als ich Gakko no Michi in Taiwan, in Taipei 2004. Als ich Gakko no Michi 2004 in Taipei aufgeführt habe, war der Saal voll. Etwa 100 junge Leute saßen um mich herum. Dann wurde es dunkel. Während der Aufführung von Gakko no Michi hörte ich keinen einzigen Laut mehr. Und ich dachte, sie hätten sich aus dem Staub gemacht. Gegen Ende gibt es einen lang andauernden Klang, währenddessen das Licht nach und nach hochgefahren wird. Und da sah ich, dass alle noch da waren, vollkommen still. Tous là, absolument, silencieux. La musique électronique est une musique qui peut aller en profondeur et qui agit sur les gens pour les, comment dire, les entourer, les impressionner. C'est une musique qui a ce pouvoir-là. C'est une musique qui peut envoûter, parfois. Elektronische Musik kann einen tief berühren. Sie hat die Kraft, ihre Zuhörer zu umfangen, zu beeindrucken, ja manchmal sogar zu verzaubern. Gakko no Michi, das Tao der Musik, ist für viele Jean-Claude Elouas wichtigste Komposition. Er bezeichnet sie im Untertitel als Film ohne Bilder für elektronische und konkrete Klänge. Il y a dans la manipulation de l'électronique le fait qu'on enregistre des choses, qu'on coupe, qu'on mixe. Wenn man mit elektronischer Musik arbeitet, dann nimmt man etwas auf, schneidet die einzelnen Teile aneinander und mischt sie neu. Genauso wie man es auch bei der Film- und Videoarbeit macht. Right away.
Als ich Shanti komponierte, hörte sich Peter Oetwösch, ein ausgezeichneter Komponist und damals mein wichtigster Assistent, ein Tonband an, das ich gerade fertiggestellt hatte, und sagte mir dann: Es ist merkwürdig, ich habe das Gefühl, ich sei im Kino. Ich sehe zwar keinen Film, aber ich befinde mich im Projektionsraum. Das fand ich eine sehr interessante Bemerkung. Als ich Gakko no Michi komponierte, in dem ja sehr viele Szenen vorkommen, die auf der Straße oder in Tempeln spielen, sagte ich mir, eigentlich ist das ein Film, aber kein Film mit Bildern, sondern ein Film voller Klänge. Dass meine Kompositionen so lange dauern, hat mit dem Kino zu tun. In meiner Jugend war unsere schönste Abwechslung, ins Kino um die Ecke zu gehen und uns den Film der Woche anzuschauen. Ich bin als Kind viel öfter ins Kino als ins Konzert gegangen. Ein Film dauert ja immer 1,5 bis 2 Stunden. Um eine Geschichte erzählen zu können, benötigt man so viel Zeit. Denn ein Film ist eine Abfolge von Handlungen, die sich ineinander verketten. Das wurde mir wieder bewusst, als ich anfing, elektronische Musik zu komponieren. Dans la musique, on va pour écouter 6 pièces de 10 minutes. C'est une organisation complètement imbécile, la musique. Je peux pas comprendre qu'on fasse encore des concerts. Ein Konzert mit 6 verschiedenen Stücken, die jeweils 10 bis 15 Minuten dauern, finde ich absurd. Man stellt ein Konzert wie ein Restaurantmenü zusammen. Erst kommt der Appetizer, dann die Vorspeisen, dann der Hauptgang und am Schluss gibt's das Dessert. Das finde ich vollkommen idiotisch. So kann man sich nicht in Musik vertiefen. An einer Symphonie von Mahler liebe ich, dass man einer Musik zuhören kann, die von Anfang bis Ende stimmig ist. Bei einer Oper genauso, da erlebt man etwas. On the list of victims from the atomic bomb of Hiroshima only this year, we must add the names of 2,280. In Kaiso, dem vierten Teil von Gakko no Michi, verarbeitet Eloi Aufnahmen der alljährlich stattfindenden Gedenkfeier für Hiroshima. Les gens sont effrayés. 4 heures de musique. 4 heures de musique électronique. 10 minutes, ça va, mais 4 heures. Il est fou. Die Leute bekommen einen Schreck. Was? 4 Stunden elektronische Musik? Der spinnt ja. Die letzte Aufführung von Gakko no Michi in Paris fand vor 3 Jahren statt. Die Veranstalter hatten das Stück in die Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 1 und 5 Uhr früh gelegt. Und ich schrieb eine Rundmail. Wenn ihr eine Nacht mit mir verbringen wollt, dann kommt. J'avais envoyé des mails. Si vous voulez passer une nuit avec moi, allez-y, venez. Mais il y a 50 jeunes qui sont venus, hein? 50 jeunes qui sont venus, qui se sont étalés par terre comme ça et ils sont restés jusqu'à 5 heures du matin. 50 junge Leute legten sich auf den Rasen und hörten zu, voller Konzentration, bis 5 Uhr morgens.
Und viele kamen hinterher zu mir, um sich mit mir darüber zu unterhalten. Ich bin über Facebook mit ihnen in Verbindung geblieben und sie schreiben mir immer wieder, was das für eine fantastische Erfahrung für sie gewesen war. Um 5 Uhr gab es dann Café au lait und frische Croissants. So läuft das heutzutage bei modernen Veranstaltern. Das ist nicht mehr ganz so wie beim Festival d'Automne. Voilà les organisateurs modernes, comment ça se passe maintenant. Ça n'est plus tout à fait comme le festival d'automne. In der elektronischen Musik hat man mit Maschinen zu tun. Man hat natürlich eine Idee davon, was man machen möchte und geht nicht blind drauf los. Trotzdem macht man sich auf die Suche. Manchmal findet man etwas, das dem entspricht, was man sich vorgestellt hatte. Aber manchmal entgleist es und entwickelt sich anders als geplant. Und genau das nutzt man aus, denn da kann es interessant werden. Ça m'est arrivé en 91, où j'ai retravaillé une deuxième fois au VDR, dans le nouveau studio du VDR. Das ist mir passiert, als ich 1991 zum zweiten Mal im WDR gearbeitet habe, im frisch renovierten Studio für elektronische Musik. Es gab dort neue Instrumente und kleine Computer namens Atari. Es war die große Zeit der Ataris. Ich hatte einen Schaltkreis gebaut und dabei vergessen, das Feedback auszuschalten. Und so speiste sich der Schaltkreis von selber und produzierte fantastische Klänge. Ich habe sie stundenlang aufgenommen, weil sie immer wieder anders waren. So gibt es manchmal Fehler, die sich als wertvoll herausstellen und die man weiterentwickelt. Wie Stravinsky mal gesagt hat, wenn ich nach einer Komposition suche, kommt es vor, dass mein Finger verrutscht und ich eine falsche Note spiele. Und von dieser falschen Note profitiere ich. Mon doigt glisse. Je fais une fausse note. Je profite de cette fausse note. Das Werk, das im Auftrag des WDR entstanden ist und im Mai 1991 im großen Sendesaal in Köln uraufgeführt wurde, heißt Erkos, zu Deutsch Lobgesang. Eloi ließ sich für Erkos von Texten der indischen Philosophie inspirieren. Einer davon ist das Devi Mahatmya, eine der wichtigsten Sanskrit-Schriften zur Verehrung der hinduistischen Göttin Devi. Magie, Erkenntnis, Weisheit und Tradition. Ihr seid auch Wahnsinn, zugleich Dämon und Göttin. Ihr, die Natur, durch die die Elemente sich ordnen, ihr seid die uralten Zeiten, die große Nacht, furchtbarer Wahnsinn. Ihr seid die Herrlichkeit, ihr seid das Höhere, Bescheidenheit und Intelligenz. Der Blitz ist euer Geschmeide. Demut und Fülle, Zufriedenheit, Stille, Geduld, das sind eure Namen. Schon
Jean-Claude Eloy komponierte Erkos für die japanische Musikerin Junko Ueda. Sie beherrscht nicht nur Musiktraditionen wie den buddhistischen Ritualgesang Shomyo und das Spiel der Satsuma Biwa, einer Kurzhalslaute. Sie kennt sich auch mit westlicher Musik aus, spielt Klavier und komponiert. Quand il y a eu Junko Ueda à Cologne, c'était en 90. Ben, j'ai fait venir Junko au studio. Je lui ai dit, écoute, on va sampler ta voix. Hein, on va te mettre plein de micros autour de la gorge et tout ça. On va sampler, tu vas nous donner les secrets de ta voix. Als ich in Köln mit Junko Ueda zusammenarbeitete, sagte ich ihr, wir bauen viele Mikrofone um dich herum auf und du zeigst uns die Geheimnisse deiner Stimme. Et donc on a travaillé à partir des samplings. Donc toute la partie de Orkos électronique a été faite vraiment à partir des samplings de Junko Ueda, de son instrument, de sa voix, etc. Den elektronischen Teil von Erkos habe ich dann aus den Samples ihrer Stimme und ihres Instruments, der Satsuma Biwa, entwickelt. Jean-Claude Eloy kombiniert in seinen Werken oft elektronisch bearbeitete Klänge mit Live-Musik. So auch bei Yo-In, das 1980 in Bordeaux uraufgeführt wurde und das Eloy als Klangtheater für ein imaginäres Ritual beschreibt. Entwickelt hat er es mit dem amerikanischen Perkussionisten und Komponisten Michael Ranta. Dieses Werk ist untrennbar mit Michael Ranta und seinem asiatischen Instrumentarium verbunden. Alle Instrumente wurden im Vorfeld gesampelt und elektronisch bearbeitet. Während des Konzerts hört man Ranta diese Instrumente dann auch live spielen. Dadurch entsteht eine Art Dialog. Ich weiß nicht, warum dieses Universum existiert. Ich weiß nicht, warum diese Zeit da ist. Warum ich hier bin. Warum bewusst ich hier bin. Vor dieser geheimnisvollen Unermesslichkeit. Vor dieser geheimnisvollen Unermesslichkeit. Trotz aller Kenntnis, die wir angesammelt Trotz haben, aller Kenntnis, wissen wir noch immer nicht, haben, warum wir existieren. Nicht, warum wir hier, existieren. Jetzt, hier, jetzt, in diesem Augenblick, an diesem Ort, um diesen Stern herum. Und trotz meiner Furcht weigere ich mich, diesem Geheimnis einen Namen zu geben. Eloys Assoziationen zu Yo-In, die er nach der Uraufführung 1980 notiert hat. Thank you.
C'est une tradition orale travaillée ensemble. Entre l'écriture et l'improvisation, il y a un stade intermédiaire qui est la relation orale, qui est de dire « fais-moi quelque chose comme ceci, fais-moi comme cela, non, tu le fais pas bien, fais-le autrement », etc. Qui consiste à sans arrêt travailler ensemble. Während unserer Probenarbeit entwickelten wir eine Art Regelsystem, das zwischen Improvisation und Komposition hin und her pendelt, indem ich Michael Ranter sagte, spiel das mal so. Nein, so klingt es nicht gut. Probier's mal anders. Et on a travaillé énormément à Cologne. Je logeais dans ses ateliers, etc. Puis on travaillait toute la journée. Donc, ich übernachtete ja in seinem Kölner Atelier und wir probten Tag und Nacht. Während der Konzerte bauten wir Ranters Spiel weiter aus. Dieser Dialog zwischen Musiker und Komponist ist mir sehr wichtig. C'est très important, cette relation orale entre les musiciens. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Butsumi Yoe von 1989. Eloise Butsumi Yoe und sein Stück Sappho Heketis gehören zum Liederzyklus Chant pour l'autre moitié du ciel, Lieder für die andere Hälfte des Himmels. L'autre moitié du ciel, c'est une expression chinoise. Die andere Hälfte des Himmels ist ein chinesischer Ausdruck für Frauen. Es war eine Formulierung von Mao Zedong, die er sich wahrscheinlich von einem großen chinesischen Weisen der Vergangenheit ausgeliehen hat. Butsumi Yoe, japanisch für die Zeremonie der Reue, hat Eloise für die japanische Sängerin Yumi Nara komponiert. Es beruht auf einem Roman, der 1686 in der Gegend von Osaka veröffentlicht wurde. Für Sappho Heketis, das er der spanischen Sängerin Fatima Miranda gewidmet hat, ließ er sich von Gedichtfragmenten der Dichterin Sappho inspirieren. Beide Kompositionen bilden eine Einheit und wurden 1989 uraufgeführt. Hier benutzt Eloise eine andere Arbeitsweise als bei Junko Ueda und Michael Ranta. Yumi, j'avais vraiment fait une partition. Bon, mais tu peux pas tout noter sur une partition. Für Yumi und Fatima habe ich eine wirkliche Partitur geschrieben. Aber auch wenn man alles notiert, wird man nie genau beschreiben können, wie es klingen soll. Fatima hat ihre Partitur mit Notizen und sogar mit Zeichnungen übersät. Sie hat diese Partitur auf ihre Weise neu interpretiert. Eine Partitur ist eine solide Grundlage, auf die man sich stützen kann. Aber dann benötigt man einen Interpreten, der das Ganze zum Leben erweckt. Solide, qu'on peut prendre, mais il faut qu'il y ait un interprète qui se greffe par-dessus. Et puis Sappho, il y a une certaine violence dans le texte de Sappho qui allait bien avec la voix de Fatima Miranda. Donc j'ai pensé qu'on pouvait exprimer la violence de ce poème à travers ce mélange de voix et d'électronique. Sapphos Gedichte können sehr heftig wirken und das passte gut zur Stimme von Fatima Miranda. Und ich fand, dass sich die Intensität dieser Gedichte am besten durch eine Mischung aus Gesangsstimme und Elektronik ausdrücken lässt. Tochter des Zeus, unsterbliche Aphrodite, Weberin der Geschicke, du, deren Thron blendet,
Ich flehe dich an, du Herrscherin. Lass nicht Abscheu und Trauer mein Herz bestürmen. Komm noch einmal zu mir. Befreie mich von meinen schweren Sorgen. Stille allen Durst meiner Seele und sei meine Stütze im Kampf. Je pense qu'une œuvre comme Le Minuit de la foi, c'est une œuvre qui n'est pas éloignée de Chanty finalement. Ich finde, dass sich Le Minuit de la foi kaum von Chanty unterscheidet, was das Konzept und die Verarbeitung der Materialien angeht, auch wenn ihre Thematik grundlegend verschieden ist. Même si le thème est radicalement différent. Le Minuit de la foi, die Mitternacht des Glaubens, ist Jean-Claude Eloi's jüngstes Werk und wurde 2014 bei seinem Label Hors Territoire veröffentlicht. Eloi hat sich von Texten der deutschen Theologin Edith Stein inspirieren lassen. Gesprochen werden sie von Gisela Claudius. Ça, ce sont les pouvoirs de l'électronique qui peuvent modifier complètement le contenu d'un signal sonore. In der elektronischen Musik hat man die Möglichkeit, ein Klangsignal völlig zu verändern. Minuit de la foi, j'ai à la fin toute une partie assez dramatique. In Le Minuit de la Foi gibt es gegen Ende einen ziemlich dramatischen Teil. Die meisten glauben, dass es sich dabei um Kriegsgeräusche handelt, weil es wie weit entfernter Kanonendonner klingt. Aber all das hat ausschließlich mit der Stimme von Gisela Claudius zu tun, die ich mit Hilfe von Algorithmen verändert habe. Das öffnet neue Horizonte. Deshalb habe ich keine große Lust mehr, für Orchester zu komponieren. Ich bin einfach glücklich, wenn ich zu Hause mit meinem Computer arbeiten kann. Je suis heureux de travailler avec mon ordinateur, de travailler chez moi.
Quand je suis allé au VDR, au studio là, de Cologne en 72, il y a eu une exaltation qui s'est emparée de moi, parce que je découvrais des choses que je n'aurais pas pu découvrir ailleurs. Als ich 1972 ins elektronische Studio vom WDR kam, ergriff mich eine unglaubliche Euphorie. Jeden Tag machte ich neue Entdeckungen, die ich nirgendwo sonst hätte machen können. Diese Begeisterung führte dazu, dass ich wie ein Verrückter arbeitete. Am Samstag, am Sonntag, ich hörte einfach nicht mehr auf. Alle beklagten sich, dass ich zu viel arbeiten und sie an den Rand der Erschöpfung treiben würde. Aber irgendetwas löste diese Energie in mir aus. Heutzutage wäre es sicher schwierig, die gleiche Energie aufzubringen, weil diese Technologie inzwischen so verbreitet ist. Sie ist für jeden zugänglich geworden und hat nicht mehr die geheimnisvolle Aura wie damals. Elle n'a plus la même aura de mystère en quelque sorte. Studio Elektronische Musik, heute mit Helena Rüegg und einem Porträt des Komponisten Jean-Claude Eloy. Seine Werke dauern meist mehrere Stunden. Um Ihnen dennoch einen Eindruck von Eloys Klangkino zu vermitteln, hören Sie in der folgenden Stunde drei längere Passagen aus verschiedenen Werken. Als Jean-Claude Eloy 1990-91 im WDR arbeitete, erforschte er verschiedene Ausdrucksmittel der menschlichen Stimme, wie Schreien, Murmeln, Flüstern, Stöhnen, Atmen und Lachen. Diese Aufnahmen mit Petra Meinel-Winkelbach nahm er dann mit nach Paris und verarbeitete sie erst über 20 Jahre später zu seinem Werk «État limite ou les cris de Petra» – Grenzbereiche oder Petras Schreie.
Etat limite ou les cris de Petra, das Jean-Claude Eloy 2013 auf CD veröffentlicht hat. Quand je suis arrivé à Cologne, je n'avais pas l'idée de faire chantier à l'époque. Hein. Je voulais faire une étude de 10 minutes, hein. Rien de plus. Hein. Als ich 1972 in Köln ankam, hatte ich nicht vor, chantier zu komponieren. Ich wollte einfach nur eine Etüde von etwa 10 Minuten machen. Aus den 10 Minuten wurden 2,5 Stunden. Hören Sie nun den Anfang von Shanti, Les Foules de la Mémoire, das Gemenge der Erinnerung. Thank you.
Now they say that we're probably wrong. That the passions that we use are the wrong passions. That what we advocate is evil, and that we should not advocate it, and that we should follow in the footsteps of Martin Luther King, Mahatma Gandhi, and Thoreau. People say, turn the other cheek. But when you turn the other cheek, you get your head knocked off by a club, or you get it blown off your shoulders by a bullet. When they have the soul of the police department, when they have the soul of the courts, when they have the soul of the prisons, when they have the soul of the mass media, in fact, when they have the soul of us. Thank you.
Les Foules de la Mémoire aus Shanti. Von Eloise erster elektronischer Komposition aus den Jahren 1972-73 zu seiner jüngsten, Le Minuit de la Foi, die Mitternacht des Glaubens von 2014. Der erste Teil ist mit Morgendämmerung überschrieben. Thank you.
Thank you.
Die Morgendämmerung aus Jean-Claude Eloys jüngstem Werk Le Minuit de la Foi. Wenn ich an seine Bibliothek voller unverarbeiteter Aufnahmen und seine unermüdliche Schaffenskraft denke, glaube ich, dass es nicht sein letztes Werk bleibt und er uns in Zukunft noch viele elektronische Klangerlebnisse verschaffen wird. Quand je travaillais à Utrecht, j'avais un logeur à l'époque, un jeune, qui c'était une chambre d'étudiant que j'avais prise comme ça, pas cher. Als ich im elektronischen Studio von Utrecht arbeitete, hatte ich eine kleine Studentenbude gemietet. Eines Tages fragt mich der Vermieter, wieso arbeiten Sie so viel? Am Samstag, am Sonntag, immer sehe ich Sie mit einer großen Aktentasche fortgehen. Und dann kommen Sie erst um 3 Uhr morgens wieder nach Hause. Was machen Sie eigentlich? Ich erkläre ihm, dass ich in einem Studio ein paar Straßen weiter elektronische Musik komponiere und dass es sehr schwierig ist, solch ein Studio zu finden. Dann werde ich Ihre Musik hören, wenn sie fertig ist. Man wird sie im Radio spielen und sie wird Erfolg haben, fragt er weiter. C'est pas sûr du tout. Peut-être que vous l'entendrez jamais.
Ich antworte ihm, wissen Sie, das ist gar nicht mal so sicher. Vielleicht hören Sie sie nie. Da war er platt. Aber dann sind Sie ja vollkommen verrückt. Sie vergeuden Ihr Leben damit, wie ein Tier zu schuften und sind nicht mal sicher, damit Erfolg zu haben? Tja, sage ich, so ist das mit der elektronischen Musik. Der Komponist Jean-Claude Eloy. Heute in unserem Studio Elektronische Musik, porträtiert von Helena Rueck. Es sprachen Kerstin Fischer, Michael Müller und die Autorin. Realisation Katja Teubner. Redaktion Frank Hilberg. Am Freitag, den 13. Mai, wird Mitternacht des Glaubens von Jean-Claude Eloy als deutsche Erstaufführung in Köln zu hören sein. Alle Informationen dazu, wie auch das Manuskript der Sendung und den Podcast, finden Sie auf unserer Internetseite. Suchen Sie das Studio Elektronische Musik auf wdr3.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.